grüß dich. Ah. Na, wie war's im Büro? Ach, nichts Besonderes. Ach, hast du es wieder im Kreuz heute? Ist leider auch nichts Besonderes, weißt du ja. Immer bei Wetterumschwung. Ja, dann nimm mal gleich das Heizkissen, setz dich rein. Ich mach dir inzwischen Kaffee, ja? Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Herr Hansen. Sie wünschen bitte. Ich möchte gern mit Ihnen sprechen. Ja, und weshalb? Mein Name ist Nielsen, Magnus Nielsen. Ja, und worum handelt es sich? Hansen, ich kann Ihnen das Schlechte hier so. Es betrifft Sie persönlich und deswegen möchte ich Sie gern unter vier Augen sprechen, wenn das geht. Ja, ja, bitte kommen Sie rein. Herr Hansen, es handelt sich um etwas aus Ihrer Vergangenheit. Aus meiner Vergangenheit? Ja. Ja, bitte, nehmen Sie Platz. Ja, danke. Tja, worum geht es? Sie sind doch in Randers geboren, nicht wahr? Ja. Sie haben neulich eine Lebensversicherung abgeschlossen. Ja, woher wissen Sie das? Ganz zufällig, Herr Hansen. Ach, bitte, machen Sie doch Platz, bitte schön. Ja, und? Haben Sie in Ihrer Jugend öfters gerudert? Gerudert? Ja, oft. Ja, aber was soll das? Sind Sie einmal im Alter von ungefähr 21 Jahren über den Himmelsee gerudert? Himmelsee? Ja. Als ich 21 war? Ja, ungefähr. Was wissen Sie von damals? Alles, Herr Hansen. Alles. Entschuldigen Sie, einen Moment, ich möchte eben meiner Frau etwas sagen, das hatte ich ganz vergessen. Ich, einen kleinen Moment, ich bin gleich wieder zurück. Gerda, lass doch den Kaffee. Ja, pass auf, ich bringe dir das Telefon raus. Hm? Und du rufst den Anwalt an und fragst ihn, ob sowas nach so vielen Jahren nicht schon verjährt ist. Verstehst du? Axel, wie konntest du damals bloß sowas machen? Oh mein Gott, ist doch jetzt egal. Ich war 21. Ja, aber wieso ist es denn jetzt gerade rausgekommen? Das weiß ich nicht. Also. Bitte lass doch den Kaffee. Komm, geh in den Flur und dann sag mir gleich, was der Anwalt gesagt hat. Deshalb, wer ist denn das eigentlich, der da drin ist? Das weiß ich nicht. Ein Herr Nielsen oder so. Ach, entschuldigen Sie bitte, ich muss meiner Frau eben mal das Telefon rübergeben. Frauen telefonieren ja so gerne und manchmal auch sehr lange, nicht wahr? Das kennen Sie vielleicht auch. Eine Sekunde, ich bin sofort wieder. Du, und frag ihn auch, was eventuell für eine Strafe draufsteht, ja? Ja. Komm mal schnell. Wissen Sie, wie ich darauf gekommen bin, dass Sie es damals gewesen sein müssen? Nein, aber bitte behalten Sie doch Platz, bitte schön. Danke. Ja, wie sind Sie darauf gekommen? Ich bin in der Versicherungsgesellschaft angestellt, bei der Sie gerade Ihre Lebensversicherung abgeschlossen haben. Ach so. Und ja. Als ich Ihre Akte zur Bearbeitung bekam, da ging mir ein Licht auf. Was für ein Licht, bitte? Ich war mir nicht ganz sicher. Aber als Sie mir erzählten, dass Sie auf dem Himmelsee gerudert haben, da war es mir vollkommen klar. Sie müssen es damals gewesen sein. Moment, Herr Nielsen. Ich bin gleich wieder da, ja? Bitte. Ja, Herr Doktor, die Sache ist nämlich so. Mein Mann hat sich mal bei einem Bootsverleih ein Boot ausgeliehen. Ja, so eine Art Ruderboot, glaube ich. Und er ist gekentert damit. Nein, das ist dann noch gegen einen Brückenpfeiler geschleudert worden und ist untergegangen. Ja, aber er hat sich ja dann nicht mit den Leuten in Verbindung gesetzt, sondern ist einfach abgereist. Ja, und anscheinend ist das jetzt irgendwie rausgekommen. Was Betrug? Ja, aber Gefängnis meinen Sie? Aber Herr Doktor, das
was kann... Einigen. Ja, vielleicht kann mein Mann sich mit dem Herrn einigen. Es ist nämlich gerade einer hier, der ihn wegen dieser Angelegenheit aufsucht. Aber nein, Herr Doktor, doch nicht jetzt. Na, das ist viele Jahre her. Mein Mann war damals 21 oder so. Also, Herr Nielsen, jetzt sagen Sie mir bitte ohne Umschweife, was Sie wissen wollen. Oder was Sie wollen. Aber natürlich gerne, Hansen, danke. Sie haben damals ein junges Mädchen über den Himmelsee gerudert, nicht wahr? Ein junges Mädchen? Ja. Ja, ja, sicher, das kann schon sein. Aber, Herr Nielsen, als mir das mit dem Boot passierte, da war ich ganz allein. Ja, was ist Ihnen denn damals mit dem Boot passiert? Davon weiß ich ja gar nichts. Ach, das wissen Sie nicht? Nein, ich weiß nur, dass Sie damals ein junges Mädchen über den See gerudert haben. Ach so. Ach so, ja, das kann natürlich sein. Ja, wissen Sie das? Also so genau weiß ich das natürlich nicht mehr. Sie weiß das aber noch ganz genau. Sie war damals sehr verliebt in Sie. Ist nicht möglich. Augenblick, bitte. Ja. Sie schwärmt sogar heute noch von Ihnen. Machen Sie keine Witze. Naja, ich meine von dem jungen Mann von damals. Ach so, ja, ich verstehe. Moment, bitte. Alles längst verjährt. Was? Wieso? Ach so, ja. Ja. Ich kann ja mit reinkommen, dem Herrn erzählen, was da... Nein, danke schön. Das ist sehr lieb von dir, mein Schatz. Ich sag ihm schon Bescheid. Lassen. Mhm. Also, Herr Nielsen, jetzt fällt mir alles wieder ein. Ich sehe dieses zauberhafte junge Mädchen vor mir. Die hatte lange, schwarze Haare. Blonde. Blonde? Ach ja, natürlich, blonde. Ja, ja, ja. Ja, und dann ruderte ich mit ihr auf den See hinaus und der Mond schien. Nein, die Sonne. Die Sonne? Ach ja, ja, nicht sicher, kann auch die Sonne gewesen sein. Also jedenfalls, irgendwas schien und... aber nur sagen Sie mir doch mal bitte eins, woher wissen Sie denn das alles? Von meiner Frau. Ihrer Frau? Ja, Sie haben sie damals über den Himmelsee gerudert und ich habe sie später geheiratet. Also, Herr Nielsen, großes Ehrenwort. Also, ich kann es Ihnen schwören. Ich habe Ihrer Frau nichts getan damals. Nicht das Geringste. Ja, das ist es ja eben. Bitte? Wie meinen Sie das? Ja, wenn Sie sie nur geküsst hätten oder wenigstens versucht hätten, sie zu küssen, dann hätte sie nämlich gemerkt, dass Sie ein ganz gewöhnlicher Mensch sind. Bitte? Verzeihung, ich meine, ein ganz gewöhnlicher junger Mann, wie alle anderen. Sie, lernten sich ja kaum näher kennen. Nein, nicht näher, nein, nein. Sie waren zu ihr sehr... Sehr, sehr forsch, sehr, nein, was? Nein, nein, sie waren ganz kavalier, man könnte auch sagen schüchtern. Ach, ich war schüchtern? Aber das gefiel ihr ja gerade so. Aber sie wagten es nicht, sich mit ihr zu verabreden. Aber sie trafen sich dann wie zufällig abends am Strand. Ja, 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 und da schien der Mond, jetzt weiß ich wieder. Vielleicht, aber auch diesen günstigen Umstand nützten sie nicht, um sie zu küssen. Es ist nicht zu fassen. Stattdessen erzählten Sie etwas über die Literatur des Mittelalters. Ist nicht möglich. Dann kamen Sie auf die Minnesänger zu sprechen. Mein Gott, was man damals so alles gewusst hat. Ja, dann wechselten Sie das Thema und sprachen über Musik und was weiß ich alles. Über Musik auch. Aber Sie haben sie nicht geküsst, immer nur geredet. Also sowas Dummes ist ja unverzeihlich. Und deswegen wurden Sie in Ihrer Erinnerung zu einem Idol. Idol? Ja, wissen Sie, Herr Hansen, deswegen bin ich eigentlich zu Ihnen gekommen. Ja. Ich möchte, dass meine Frau sie wieder sieht. Warum? Ach so. Ja, ja, ja. Also, Herr Nielsen, das möchte ich auch gerne. Ja, das würde ich sehr gerne sogar mögen. Reich mir die Hand, mein Leben. Komm auf mein Schloss zu mir. Oh, entschuldige, Papa. Ich wollte nur eben, weißt du, ich habe die Kleiderbürste gesucht. Ja, mein Schatz. Sag mal, willst du ausgehen? Nein, 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 wir erwarten nur Besuch zum Kaffee. Wer ist das denn? Auch ein Ehepaar, Nielsen. Ist das ein wichtiger Besuch? Nein, ach, nee, das ist ganz unwichtig erstmal. Wieso, warum fragst du das? Ich dachte nur, weil du dich so fein machst. Ja? Du, halt mal, das sieht wirklich nicht schön aus. So. Ja, das ist mir nicht ganz gelungen. Aha. So, und das ein bisschen weiter rein. Ja. So, jetzt gib her. Siehst du schon viel, viel, viel schicker aus. Ja, gefällt dir, ja? Ja. Ja? Auch ein bisschen weiter raus, ein klein bisschen. Ne? So. So, danke dir, mein Schatz. Ach du, das sehen Sie schon. Was? Ah, wie willkommen. Kommen Sie herein. Guten Tag, Frau Nielsen. Freue mich, dass ich Sie mal kennenlerne. Guten Tag, René. Ja. Freut mich sehr. Vati, was ist denn? Ja, vielleicht. Wieso, was soll denn sein? Ne? Ja. Gehe schon. Wird gleich da. Ach, da ist er ja schon.
Frau Nielsen. Guten Tag. Guten Tag. Ich freue mich sehr. Also, ich muss sagen, also Sie haben sich kaum verändert. Dankeschön. Ja, ich hätte Sie auch sofort erkannt. So? Ja. Ach, entschuldigen Sie, Herr Nielsen. Guten Tag, Herr Hansen. Ja, wollen wir uns nicht setzen? Ja, bitteschön. Ja, Frau Nielsen, vielleicht auf die Couch, ja? Ja, danke schön. Und Herr Nielsen, wenn Sie möchten, neben Ihre Frau? Ja, bitte schön. So. Bitte nicht. Ach, bitte bedienen so. Sie sich doch. Ja, bitteschön. Bitteschön. So. Kaffee? Hm? Ja? Ja, bitte. Bitteschön. Darf ich Ihnen auch tun? Dankeschön, ja. Dankeschön. So, bitte. Danke sehr, schönen Dank. Zucker und Milch nehmen Sie vielleicht am besten selbst, ja. Tja, ist lange her. Ja. Ja, sehr lange. Ja, es ist sehr lange her. Frau Nielsen, darf ich Ihnen etwas Schlagsahne anbieten? Oh nein, nein, danke schön. Nein, nein. Aber Ihnen doch sicher, ja? Ja, gerne. Oh! Bitte? Oh. Was mir da passiert ist. Na, das wird nicht so schlimm sein. Ganz voll Schlagsahne. Kommen Sie schnell mit mir in die Küche. Ich bringe das wieder in Ordnung. Entschuldigt ihr unseren Mann. Ja. Schön. Lass das nur Mutti merken. Du hast heute Mittag sowieso schon reichlich von Kirschen genommen. Erstens ist Obst gesund. Und zweitens sind unsere Eltern mit ihrem ominösen Besuch beschäftigt. Was heißt denn das ominös? Ominös? Hm? Das heißt geheimnisvoll. Rätselhaft. Ungewöhnlich. Außerordentlich. Du spinnst wohl. Na, also ich bitte dich, wenn... Das ist meine Tochter Karin, Herr Nielsen. Oh, reizend. Und das ist mein trotz seiner 17 Jahre noch naschhafter Sohn Kai. Na, dafür gibt's ja keine Altersgrenze, was? So, und jetzt wollen wir uns mal den Fleck ansehen. Oh, den haben wir gleich weg. Passen Sie auf. So. Herr Nielsen, Sie dürfen mir nicht böse sein. Ja, aber ich bitte Sie, es war doch keine Absicht von Ihnen. Doch, Herr Nielsen. Wie? Bitte? So, Sie werden sehen, der Fleck wird gleich verschwunden sein. Ja, aber ich bitte Sie, Frau Hansen, Sie sagten eben, Sie hätten das mit Absicht... Ja, ja, habe ich auch, Herr Nielsen. Sehen Sie, ich bin nämlich der Meinung, wir sollten die beiden einen Moment allein lassen, damit die sich mal so ein bisschen näher kommen. Nein, nein, ich wollte ja gerade nicht, dass sie sich näher... ich wollte, dass sich meine Frau davon überzeugt, dass ihr Mann auch nicht anders ist als... Herr Nielsen, ich bin ganz sicher, dass mein Mann ihre Frau davon überzeugen wird. Eigentlich hatte ich damals Angst, allein zu Ihnen ins Boot zu steigen. Ja? Na ja, das kann man ja verstehen. Ne? Tja, was beim Einsteigen immer so wackelt. Ach so. Ja, ja, da wackelt sie mal ein bisschen. Ich hatte aber auch sonst etwas Angst. Ja, doch? Mhm. Ach, Sie meinen, wie wir dann auf dem See waren, ja? Ja, ja, ich konnte nicht schwimmen. Ach so. Ja, da brauchen Sie keine Angst haben, ich hätte Sie schon gerettet. Das ist eine Ehrensache. Ja, an dem Tag war es ja leider ganz ruhig, ne? Oh, Sie haben so heftig gerudert, dass das Boot ganz schön gewackelt hat. Ja? Mhm. Na, was soll ich Ihnen sagen? Zwei Tage später, da bin ich tatsächlich gekentert. Mit demselben Boot. Ach. Ja, ich war mitten auf dem See, plötzlich kommt ein Sturm auf. Ich dachte mir, was soll schon sein? Nicht? Mhm. Und da kommt doch eine Böe, kann ich Ihnen sagen. Eine haushohe Welle kommt auf mich zu. Ja. Hm? Gischt auf den Kamm, Boot kippt um und ich klatsche ins Wasser. Ja, und dann? Ja, und dann, na ja, das hat mir natürlich nichts ausgemacht. Nicht? Ich bin ja ein sehr guter Schwimmer. Also, ich war ein sehr guter Schwimmer. Nicht? Na ja, und wie ich dann an Land schwamm, da sah ich, wie das Boot von einer Welle hochgenommen wurde und gegen einen Brückenpfeiler geschleudert wurde. Nicht? Ja, waren 1000 Fetzen und weg war's. Unser Boot? Unser Boot. Ja. Oh. Das heißt also, es war nicht mein Boot. Ich hatte es gemietet. Ja, haben Sie es noch bezahlen müssen? Ja, das hätte ich. Das hätte ich ja eigentlich voraussehen müssen, dass das so kommen würde, nicht? Denn wie ich losruderte, da war es ganz schön windig. Ja, oh Gott, man war eben jung und verwegen damals. Und heute? Heute, naja, das legt sich natürlich so manches mit der Zeit, nicht? Das heißt also, so ist ja auch wieder nicht, nicht wahr? Also ich kann heute noch ganz schön verwegen sein. Oh. Schwärmen Sie eigentlich immer noch so für Grieg? Wofür bitte? Für den Komponisten Grieg. Sie schwärmten damals so für seine Musik. Ja, natürlich, der alte Grieg, ja, 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 ja. Solveigs Lied und so. Ja. Nicht, ja. Ja, und gleichzeitig, das hat mich damals so verwundert, aber irgendwie hat es mir sogar imponiert. Gleichzeitig waren Sie linksradikal. Was? Ich war linksradikal? Und wie? Aber das hat sich wohl gegeben.
Ja, ja, ja. Jedenfalls, also, ich bin nicht mehr extrem. Ich halte mich so ganz hübsch in der Mitte. Ich glaube, das ist ganz gut, dass wir uns nach so vielen Jahren wiedergesehen haben. Ja, finde ich auch. Finde ich wunderbar. Nein, nein, ich meine das so. Wissen Sie, was wir sollten? Wir sollten noch mal zusammen zum Himmelsee fahren und uns dort alles ansehen. Wäre das nicht romantisch? Ja. So, der Fleck ist heraus. Und wir haben uns sogar sehr gut dabei unterhalten. Ja, Ihr Mann hat gerade einen sehr netten Vorschlag gemacht. Ja? Ja, er hat gesagt, wir sollten mal alle zusammen zum Himmelsee fahren. Ach. Ja, ja, sicher. Wir werden das, alle vier. Hm? Ja, doch, das fände ich sehr lustig. Ja, das finde ich auch. Na ja, machen wir es doch gleich am nächsten Wochenende. Hm? Ja. Und ich möchte Sie gerne dazu einladen dürfen. Ich habe nämlich am Himmelsee noch was Geschäftliches zu erledigen. Ja. Hm? Ja? Das ist doch unglaublich. Immer dieser Halbstahl. Das ist unverständlich. Können Sie paddeln? Na, wenigstens rudern. Ich hab's noch nie probiert. Dann werden Sie es eben lernen. Ich bringe es Ihnen bei. In diesem Aufzug? Ich leihe Ihnen was von meinem Bruder. Einen Bruder haben Sie auch? Zwei. Geht ihr doch bitte schon vor. Ich habe noch was Geschäftliches zu erledigen. Ja? Gut. Ach, verzeihen Sie, wo ist hier das Clubbüro? Dort die Türe rechts. Dankeschön. Wie für mich gemacht? Lassen Sie sich sowas doch mal zum Geburtstag schenken. Nun, schön wär's. So was Schickes ist meinem Alten doch viel zu teuer. Gehen Sie schon zum Stehkai. Ich gebe nur die Schlüssel drin lassen. Gern, Brigitte. Ein Bootsverleih. Hier auf diesem Gelände. Hm? Moment. Ja, doch, da habe ich mal was gehört. Aber das ist ewig her. Seit über 10 Jahren ist hier jetzt unser Club. Und dieser Bootsverleih, ist der vielleicht jetzt irgendwo anders hier am See? Hier gibt's keinen mehr. So. Aha. Wollen Sie bei uns eintreten? Nein, nein, das will ich nicht. Wir haben nämlich auch eine Alternriege. Mitglieder können wir immer brauchen. Uns fehlt noch ein bisschen Geld für ein neues Boot. So. Ja, dass wir. Ja, also Mitglied werden kann ich nicht. Dazu habe ich weder Zeit noch Gelegenheit. Aber ich möchte Ihrem Club eine kleine Spende machen. Eine Spende? Na, fabelhaft. Aber wie kommen Sie eigentlich dazu? Ach, das ist eine Art Entschädigung. Das heißt also, es ist eigentlich auch, hat die Sache ein bisschen sentimentalen Grund, denn als ich 21 war, ungefähr so alt wie Sie, da bin ich jemand mit einem zauberhaften Mädel über den See gerudert. Die muss ja eine Wucht gewesen sein. Bitte? Ach so, ja, 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 ja. Aber wie gesagt, es ist auch eine Art Entschädigung. Aber wofür denn? Das tut nichts zur Sache. Also, danke. Sehr schön. Ja, dann kann ich mich wohl verabschieden. Also, auf Wiedersehen. Oh, Wiedersehen. So, das Geschäftliche habe ich erledigt. Ah, wie schön. Ach, ihr habt schon bestellt. Ja, dann trinkst du Kaffee? Ja, gerne. Ja, das Kuchenfräulein kommt gleich. Na, ist ja fein. Ich finde es ein bisschen kühl hier, nicht? Ja. Vielleicht sollte man sich eine Jacke holen. Ja, die hole ich dir gleich. Ja. Ja, ich bin da eben vorbeigekommen, wo früher der Bootsverleih war. Der ist längst verschwunden. Ach. Ja, lohnt sich wohl heute nicht mehr. Ja. Naja, ist vielleicht nicht mehr attraktiv genug heute. Ja, ja, vielleicht. Das ist jetzt ein Ruderclub. Ja. Also ich habe das Gefühl, hier zieht's. Ja, aber wie kannst du hier ziehen? Ist alles zu. Ja, ist merkwürdig, wie sich das von Generation zu Generation ändert. Nicht zu unserer Zeit, da war ja, das... darf ich mich einen Moment entschuldigen? Schön. Ja. Also der Himmelsee, der ist doch wirklich immer wieder schön. Also für mich ist er wirklich ein wichtiges Stück Vergangenheit. Hast du sie bewältigt? Bitte? Achso, ja, das will ich ja gerade erzählen. Ja, ich habe nämlich eben etwas getan, was mein Gewissen doch wesentlich erleichtert hat. Tja, ja, ja, also ich glaube, ich gehe jetzt doch mal und hole meine Jacke. Ja, ach, schauen Sie, ich habe Folgendes gemacht. Ach, bitte? Ach so, na ja, ich hätte ihr die Jacke doch geholt.
Damals waren Sie ein so vollendeter Kavalier. Oh, ist mich heute auch noch. Das heißt, ich war eben so in meinen Gedanken, nicht? Ja, ja. Ich auch. Ja? Ja. Ich dachte gerade daran, dass es eigentlich ganz gut so ist, wie alles gekommen ist. Ach so. Ja, natürlich. Danke, Herr Nielsen. Keine Ursache. So. Herr Nielsen. Ja, bitte. Wissen Sie, ich glaube, es ist gut so. Ja, ja, ist bestimmt besser so. Es ist nämlich wirklich ein bisschen kühl hier. Ach so, nein, aber das meinte ich nicht. Ich meinte, es ist gut so, dass wir vier so verheiratet sind, wie wir es sind. Ach so, meinen Sie, ja. Doch ja, das glaube ich auch. Ja, ganz bestimmt glaube ich das. Ja, sehen Sie, dass mein Mann manchmal nicht der Aufmerksamste ist, das... Na ja, er war es mal. Ja, ich war es auch mal. Ja, Sie sind es ja noch. Na ja, zu Ihnen ja. Zu Ihrer Frau nicht? Doch, doch, doch. Wenn ich gerade dran denke. Sehen Sie, Sie vergessen es also auch manchmal. Ja, kommt schon mal vor. Bei meinem Mann eben auch. Ja, er hat schon seine Fehler, aber... Sie lieben ihn nun mal. So wie er ist. Na, und Ihre Frau, hat die keine Fehler? Na, und ob? Ich meine, ein paar Fehler hat sie schon, aber... Sie lieben sie nun mal. So wie sie ist. Sehen Sie... Also, gehen wir zurück zu den beiden? Ja. Ja, sehr schön. Erstaunlich, was an so einem Segelboot unten alles dran ist, nicht? Ja, das gehört anscheinend zum Kiel. Mhm. Ja, sicher, damit es sich umkippt, nicht? Ja, ja, schön. Oh, na, na, nicht so stürmisch. Du hast mir aber versprochen, dass ich an Land einen Kuss bekomme. Ach so. Ja, das ist doch... Oh, Junge! Mutti, du? Was machst du denn hier? Was ist das für ein Anzug? Wem gehört denn der? Das habe ich von Brigitte und die jetzt von ihrem Bruder. Darf ich bekannt machen? Ja, sag mal, um alles in der Welt. Ich denke, du sitzt zu Hause und machst deine... Ach, Sie sind das? Ja, und Sie sind der Herr, der im Clubhaus... Also, wie ich sehe, Kai, hast du dein Herz für die christliche Seefahrt entdeckt, was? Klar, Vater, ich finde das auch ganz großartig. Ja, das kann ich mir denken. Und wenn ich recht vermute, hast du auch deinen deutschen Aufsatz mitgenommen, um ihn hier fertig zu schreiben, was? Ja, weißt du, ich bin ganz schnell damit fertig geworden. Bestimmt, du kannst es heute Abend sehen. Ah, und wie viel hast du deiner Schwester dafür gegeben? Wie Sie sehen, ist hier ein unverhoffter Zwischenfall eingetreten. Na, großartig, lerne ich wenigstens Ihren Sohn kennen. Guten Tag, ich bin Frau Nielsen. Ihr Vater und ich, wir sind vor vielen Jahren genauso über den See gerudert, wie Sie mit dieser jungen Dame. Genauso? Fast genauso. Du, Vati, du hast doch bestimmt nichts dagegen, wenn ich auch in den Ruderclub von Brigitte eintrete. Ja, was kostet das? Also, weniger als eine Spende, wie wir sie manchmal bekommen. Tja, ihr müsst ja nur leider den Omnibus nehmen. Mein Wagen ist besetzt. Das macht nichts, Vati. Ich fahre sowieso mit Brigitte in diesem Wagen. Was? Sie sind die Fahrerin von diesem Teufelsdingster? Ja. Ach, schon merkwürdig, wie das Leben so manchmal spielt, was? Tja, wenn man nur versteht, was draus zu machen. Na, eigentlich haben wir es ja verstanden. Wir doch auch, hm? Oh ja, wir auch. Und wenn du wieder mal von dem jungen Mann von damals schwärmst... Dann kommen Sie zu uns und sehen sich an, was aus dem romantischen Knaben geworden ist. Thank you.